Ich zeig dir heute, wie wir Poppet Candy Lutschringe selber machen können. Richtig cool. Du brauchst erstmal kleine Poppets. Ich habe hier diese Herzchen gefunden. Aber noch kleiner wäre, glaube ich, noch schöner. Und du brauchst noch eine Ringfassung. Da gibt es übrigens schon diese vorgefertigten Lutschringe. Und wenn du die gelutscht hast, was ich getan habe, dann hast du eine Ringfassung. Also wenn du keine hast, dann wäre das deine Alternative. Dann müssen wir die Candys einschmelzen, bis die so schön flüssig sind und geben das Ganze in unseren Poppet rein. Ey, das macht so, so viel Spaß und es riecht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Jetzt geben wir ganz vorsichtig unsere Ringfassung oben drauf. Kannst eigentlich auch was anderes nehmen, also sei hier ruhig einfach eher kreativ. So sieht das Ganze aus und wir müssen es jetzt kalt stellen. Ab in den Kühlschrank zu meinem Salat und meiner Tomate. Siehst du mal, was ich hier so drin habe? Und das Krasse ist, mir ist die Schüssel gesprungen. Also wenn eure Schüssel noch heiß ist, ja, dann wäre es wirklich blöd, kaltes Wasser dazu zu geben. Dann geht die nämlich kaputt, habe ich gerade mal so festgestellt. Und fertig ist unser Poppet-Ring. Drück das Plus, wenn du mehr DIYs sehen willst. Hihi.